vom MRV 8408 auf der 9526 in ein MAN Line zur Regio vom Verkehrsbetrieb Brotschelm aus Altötting. Auf jeden Fall finde ich es super, hier mitzufahren, weil es war ein schönes Fahrzeug. Besser wie die. Ist mal was Besonderes, weil bei uns, ich komme aus Mülheim-Ruhr, da fahren die kaum. Und ja, von daher war was anderes. Fahrgast sehr schön. Hallo, na, wo seid ihr gerade?
Ich fahr gerade von Inzell nach Traunstein. Ich habe erst überlegt, was mache ich heute? Weil Traunstein hatte ich sowieso mal geplant und das war heute eigentlich ganz klasse. Ich habe ehrlich gesagt, war heute so ein Tag, wo ich gedacht habe, heute verfolgt mich das Glück wieder von allen Seiten. Erst vor beides. Ein Mix aus beidem. Also erst hatte ich auch vor 95, 26 in der Inzell einen schönen alten Setra. Die waren zwar im Stadtverkehr. Ist eh keiner drin. Ist eh fast keiner drin. Nur ein Fahrer, der hat aber noch jemanden bei zur Streckenkunde. Da ist einer, der aber mitfährt, Streckenkunde. Also der Fahrer fährt wohl Streckenkunde und da ist mal einer, der so ein bisschen überwacht wird. Weiß ich, Teamleiter oder Kollege, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann von Bad Reichenhall nach Inzell. Da hatte ich auch einen schönen alten Bus. Dann fuhr mal gerade am Bahnhof los Richtung Kurgastzentrum und Thunsee. Da sah ich einen der neuen MAN Lion City für den Stadtverkehr Bad Reichenhall. Kennzeichen konnte ich aber nicht erkennen. Da habe ich mir gedacht, schön. Da habe ich, toll, warum sitze ich hier? Aber auf jeden Fall kam ich gerade in Inzell am Busbahnhof an, habe auf die 95-26 nach Traunstein gewartet. Was kam? Richtig, ein neuer MAN Lions Regio von Rothschild, so ein Kombibus. Mix aus Reise und datentechnisch hatte ich den noch nicht, nö. Und fototechnisch habe ich noch nicht geguckt. Dürfte ich aber auch noch nicht gehabt haben. Muss ich gleich in Inzell mal gucken. Auf jeden Fall wusste ich wohl, dass Rothschild welche beschafft hat. Irgendwie so 15 bis 20 Stück. Da dürfte ein ganz alter Neoplan raus sein. Aber egal, mit den Neoplans bin ich auch schon gefahren im letzten Urlaub. Von daher kriege ich alles. Also, aber hier unten in die Ecke, die ist datentechnisch noch so was von unerfasst. Also da werde ich gleich mal in Traunstein, Marathon einlegen. Datenmarathon. Ja, mache ich ja, ne? Alles klar, ja, ne? Ciao.
fahrzeugtechnisch ist mir Brodsche M sehr sympathisch. Fast nur M. Jetzt haben sich in den letzten ein, zwei Jahren ca. 20 bis 30 neue M in Lions Regio beschafft. Geht, vermute ich.